Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Hier auf diesem Kanal ist es ein sehr, sehr besonderes Video, denn es ist ein... Hier auf diesem Kanal und es ist... Denn ich bin gerade in Rotterdam und nicht aus irgendeinem Grund, sondern in Rotterdam ist dieses Wochenende Rolling Loud. Ich sag euch ehrlich, Line-Up ist gar nicht so unfassbar krank, blende ich euch hier mal ein, aber ich sehe das Ganze mehr so als... Aufwärmphase, bisschen warm werden und so. Weil ihr wisst alle, nächste Woche ist Rolling Loud München. Da werde ich auch sein. Das heißt Back-to-Back Rolling Loud, Back-to-Back Travis, Back-to-Back Uzi und noch viele andere. Denk mal, ich werde von dem Festival jetzt, weil es auch eben nur 2 Tage geht, einen großen Vlog machen. Line-Up ist auch heute nicht ganz so krass. Wir haben Kendrick als Headliner, was ich sehr nice finde. Morgen hingegen wird krasser mit Travis als Headliner, mit Uzi, mit Destroy Lonely, mit Ken Carson, mit Ski Mask und noch vielen anderen. Bin übrigens unter anderem mit Amre und noch 3 weiteren Kollegen, die aber ein anderes Zimmer haben. Wir sind by the way auch nächste Woche zusammen in München. Freue ich mich auch extrem drauf. Lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da. Die Vlogs jetzt die nächsten Tage werden unfassbar crazy. Und bevor wir uns auf den Weg zum Festival machen, gibt es noch eine kurze Roomtour. Reinspaziert. Hier geht's einmal rein. Wir kommen direkt zum Badezimmer. Ist ganz clean, nichts Besonderes, aber reicht auf jeden Fall komplett. Hier geht's rein. Kleine, ja, keine Ahnung, ob ich mich jetzt hier hinsetze, ein bisschen chill, ich weiß nicht. Hier nochmal ein Schreibtisch, den werde ich auf jeden Fall benutzen, weil Video muss gecuttet werden. Hier haben wir ein großes Bett, wo... ich penne, denn ich habe das Schnickschnack-Stück gegen andere gewonnen. Ich habe gepennt, das ist sehr, sehr geil. Wetter ist auch sehr gut. Ich spiele uns in die Karten. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 17 Uhr, waren eben noch in der Stadt, haben was zu essen gekauft, ein bisschen rumgelaufen, haben... Nee, wir haben eigentlich kein Powernap gemacht. Wollten wir eigentlich machen, wäre auch besser gewesen, hätten wir einen gemacht, weil ich habe die Nacht vielleicht 3 Stunden gepennt oder so. Ich weiß gar nicht so genau, was Line-Up heute sagt. Wer ist nochmal Anfang 19 Uhr? Metro und danach Central C. Danach Central C und dann als Headliner Kendrick. Am meisten gehypt bin ich ehrlich gesagt auf Kendrick. Hab ich auch noch nie live gesehen, freue ich mich extrem drauf. Metro bin ich auch sehr gespannt. Das Problem ist nur, ich denke jetzt nicht, dass er irgendwelche krassen Acts auf die Bühne holt, wie jetzt zum Beispiel am Coachella oder so. Weil Coachella hat er irgendwie gefühlt halb Ami-Rap auf die Stage geholt. By the way, ist auch heute das Album von Uzi gedroppt. Pink Tape haben wir auch die ganze Fahrt gehört. Sehr, sehr geiles Album und ich bete wirklich. Und wenn nicht, habe ich ein ernstes Problem mit Uzi. Ist er diesen Song? Warte mal, ich muss ihn ganz kurz mal drücken. Dieser Beat. Geisteskrank und Uzi, die morgen nicht performt, nahm mir privat. Könnt ihr das sehen? Welcome to Rolling Loud. Wir steppen jetzt rein, Schlange ist zum Glück nicht so lang, aber ich glaube auch nur, wir sind wirklich viel zu spät eigentlich. In 20 Minuten ist Metro, in einer Stunde circa ist Central C. Wir haben es geschafft, wir sind drinnen und das sieht doch schon mal sehr, sehr geil aus. Da hinten geht's jetzt zur Stage, da sind die ganzen Jungs. Lang vor allem, ja, es kommt schon sehr cool. Aber jetzt erstmal Metro, ich hab Bock, ich bin gespannt und wir werden abreißen. Na? Let's go! Ein enges Ding hier, ich merk's, wird ein ganz, ganz enges Ding. Wir müssen da rein, da müssen wir rein. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Ach du Scheiße, Alter. Metro hat by the way angefangen, wir sind zu spät, wir sind viel zu spät. Wir müssen nach vorne! Nach vorne! Metro, drop up! Schmack dir das Ding in der Hand! So eine unfassbar schlechte Luft drin. Warum macht man das indoor? Fertig, wir sind raus. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Mussten uns auch erstmal irgendwie 15 Minuten durchkämpfen, bis wir an dem richtigen Spot waren. Beziehungsweise wir waren gar nicht am richtigen Spot. Weil wir wollten eigentlich nach vorne, aber es waren überall Barrikaden, deswegen konnten wir auch nicht nach vorne. Ich habe Central C ja schon in LA gesehen, da war nicht so geil. Aber ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass das Ganze hier besser wird. Also ich sag euch ehrlich, das sieht hier gerade gar nicht gut aus. So sieht's hier by the way aus. Auf so einem sehr, sehr großen
Parkplatz ist das, glaube ich. Da ist die Mainstage. Die Leute warten auf Kendrick. Ist aber gar nicht so voll. Und da hinten sind halt überall noch so Stände und was weiß ich. Aber ich denke, das erkunden wir alles morgen, weil da sind wir ein bisschen früher hier. Was haben wir denn da? Manu Wilson! Ein Abonnenten von mir getroffen. Let's go! Die Arme hat gerade ihr Handy verloren. Die Arme. Aber ich kann nicht. Oh mein Gott, die Arme. Ich habe gerade eine Tasche gefunden mit Inhalt. Ja, aber die gehört irgendwie keinem. Hallo! Ich glaube, das wird Hammer jetzt. Er spricht mich an und sagt, du hast eine geile Spotify-Playlist. Das ist mein Mann. Der macht Comeback. Vorbei, ihr habt es in den Aufnahmen gesehen, sehr, sehr geiles Set. Ich glaube, ging auf die 90 Minuten oder so. Er hat auch echt nur Hits gespielt, bis halt auf den Hit, sag ich mal. Keine Ahnung, was seine Mission da jetzt war, muss ich jetzt nicht verstehen. Ich verpasse mit dem Cast um ca. 10-15 Minuten, weil die so ein bisschen überschnitten haben. Ich bin jetzt leider drin, was ich jetzt nicht ganz so geil finde, weil Luft und so. Es ist irgendwie gar nicht so voll. Vielleicht kommen jetzt alle von Kendrick noch. Das ist einfach so eine Halle mit so Sitzplätzen überall. Genau das wollte ich haben. Was da für Menschen sind, ich schwöre, die haben mit Leben abgeschlossen, bevor die diesen Raum sind. Du helfst mir hoch, ja. Das ist wirklich zu krass, ja. Oh, das war drei, ja. Was? Digga! Vorbei. Das war's mit Tag 1. Ein unfassbar krasser Abschluss. Wir sehen uns im Hotelzimmer nochmal wieder. Dann gibt's ein kleines Fazit zum Tag. Ich muss hier raus, ich muss was trinken, ich muss ins Hotel. Bei mir geht hier nichts mehr. Wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause, waren gerade noch auf dem Rückweg bei Mc's. Ich habe mir diesen anderen Burger geholt, den ich mir jetzt so reinziehen werde. Das wäre es auch, denke ich, von diesem Tag. Also, was soll jetzt noch gehen? Morgen geistkranker Tag. Ich muss jetzt noch die ganzen Aufnahmen von heute schneiden. Ich werde wahrscheinlich auch ganz lange wach bleiben. Aber so ist das nun mal, ne? Zweiter Tag. Wir haben jetzt, glaube ich, ca. 13 Uhr. Machen uns auf den Weg zum Festival. Ihr könnt, glaube ich, erkennen, so geiles Wetter. Wir fahren jetzt los. Wir haben Bock. 14.45 Uhr, glaube ich, das Roy Lonely. Fängt schon mal sehr gut an. Ihr könnt sehen, 14.46 Uhr um 14.45 Uhr beginnt das Set von Astro Lonely. Also, wenn er pünktlich ist. Wird er hoffentlich nicht sein. Wir werden aber auf jeden Fall ein bisschen was verpassen. Wir haben immer noch keinen Parkplatz. Hier ist irgendwie auch voll Stau. Gehe auch mal davon aus, dass es heute viel, viel voller wird als gestern, weil wahrscheinlich sehr viele Leute sich nur ein Tagesticket für heute gekauft haben. Wir haben auf jeden Fall gestern im Zimmer gesehen, dass sowohl Travis als auch Uzi gestern auf ihren Festivals, wo sie gestern waren, den Song zusammen performt haben. Also, sie haben ihn nicht zusammen performt. Sie haben ihn jeweils einzeln performt. Aber sie haben ihn performt. Das heißt, wir werden ihn auch sehen. Bete zu Gott, dass die noch vielleicht einmal zusammen irgendwie performen oder so. Wir gucken jetzt mal am Parkplatz und dann geht's ab. Wir haben es geschafft, da ist der Eingang. Wir haben jetzt 15.05 Uhr, das heißt, Lounge spielt jetzt seit ca. 20 Minuten. Ist kacke.
Ja, was willst du machen? Das hier sind die Schlangen für die Day-Tickets und das ist die Schlange für die Weekend-Tickets. Also wie ich es gesagt habe, es haben sich ganz, ganz viele nur ein Tagesticket für heute gekauft. Was by the way geistkrank abfuckt, dass die meisten Acts, oder eigentlich fast alle sogar, einfach im Hellen sind. Du kannst doch nicht einen Uzi, einen Travis, einen Destroy Lonely oder was weiß ich im Hellen performen lassen. Mach die Sets später und mach die im Dunkeln. Das gehört sich nicht. Ah, krass, der ist sogar Mainstage. Aber guck, das ist, was ich meine. Du kannst doch kein Destroy Lonely im Hellen performen lassen. Wir gucken, dass wir jetzt irgendwie vorne reinkommen, aber ich denke, sollte machbar sein. Diese 5,50 € Pommes nach Destroy Lonely, die kommt anders gut. Ja, das war's mit Destroy Lonely. Wir haben, glaube ich, nur 10 oder 15 Minuten mitbekommen. Was war sehr geil, 10, 15 Minuten. Das hat sehr Bock gemacht. Gute Moshpits, coole Interaction mit der Crowd. Ihr hättet alles warten, Zeit verbringen. Wir laufen ja auch ein bisschen rum. Ich zeige euch ein paar Sachen, was hier am Start ist. Was ist eigentlich hier oben? Was ist da? Half-Five. Ist das hier Half-Five? Ist ja mies cool. Ah, hier ist auch noch eine Stage. Oh, geile Stimmung, Couscous. Hier gibt es auch noch mal ganz viele Essensstände und Sitzgelegenheiten. Pizza, Drinks. Das ist die aktuelle Situation. So sieht's aus. Und aufgrund dessen, dass wir bei Travis und Musik sehr, sehr weit vorne sein wollen, werden wir uns jetzt hier uns bei großartig wegbewegen. Jetzt treffen wir Devin Curry, da gehen wir vorne rein und dann werden wir da bleiben. Wenn wir einmal rausgehen, dann wird das nichts mehr. Was soll ich euch sagen? Bei Musik und bei Travis muss ich vorne sein. Und deswegen gehen wir gleich rein bei Devin Curry, bleiben vorne drin und dann wird es hoffentlich wissen. Hat er irgendwie einfach so ohne Grund Ski Mask auf die Bühne geholt, also der hat auch keinen Song performt oder so. Einfach auf der Bühne, ein bisschen gechillt, aber soll er ruhig machen. Noch ungefähr 30 Minuten bis Uzi kommt und die 30 Minuten werden jetzt hier auf dem Boden hingesetzt. Ich habe übrigens alle Jungs verloren. Das ist nämlich ganz geil, weil die lassen die ganzen Leute von draußen gerade nicht mehr hier rein, das heißt dieser ganze Bereich ist relativ leer. Dementsprechend denke ich auch, komme ich gleich ganz easy wieder nach vorne. Dann kommt Uzi, dann kommt Travis und dann ist vorbei. Ihr könnt sehen, die ganzen Brees müssen hier warten, werden nicht reingelassen. Weil das hat auch einen kleinen Nachteil, weil ich habe unnormal Durst. Das heißt, ich kann auch nicht rausnehmen, was zu trinken holen. Die werfen ungefähr alle 30 Minuten so 2 Flaschen Wasser in die Crowd. Ich bin mittlerweile wieder ein bisschen weiter vorne. Das ist der aktuelle Stand. Fragt mich nicht, warum ich da rausgegangen bin. Kann sein, dass hier irgendwas krass passiert. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Es geht jetzt los und ich bin hier. Ich habe ein bisschen Angst gerade hier. Oh mein Gott, Pink Tape direkt. Ich will rein! Nein! Oh mein Gott! Yeah!
when she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid. Push me to the end. Whoa! 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 So many things you make good, let me out of the other one. Hey! Wo bin ich hier jetzt schon wieder? Lass mich raus, lass mich raus. Ich glaube, ich muss jetzt nichts zu den Aufnahmen sagen. Ihr habt es alle gesehen. Ich hab mich irgendwie da oben hingedrückt. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Stage-Bändchen. Das heißt, auch gleich bei Travis gehe ich auf die Stage, kann von oben mir das Ganze angucken. Müsst euch auch geben. Ich stand da oben so 10 Minuten circa, bis ich erst gemerkt habe, dass ich direkt neben Denzel Curry und Ski Mask, also ich war die ganze Zeit so mit dem am Chillen. Dann auch gerade noch im Backstage-Bereich, haben sie getrunken, gegessen. Da war ich auch im Raum mit dem Rolling Loud Gründer, mit Tariq, mit Ski Mask. Digga, das war ganz, ganz cool. Auf jeden Fall unfassbar krasses Erlebnis. Gleich kommt Travis, noch circa eine halbe Stunde. Dann sehe ich Travis von da oben. Ich hoffe, das klappt, aber sollte eigentlich. Ich hoffe, es war eine geile Aufnahme. Ich hoffe, ihr enjoyt das. Digga, er spielt ihn einfach als Opener. Einfach als Opener. Yeah, 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 yeah. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also spätestens jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ey, was ist denn seine Mission? Einfach komplette ich laber scheiße, weil, frag mich nicht warum, vorne einfach alles normal, aber Hauptsache, natürlich ist auch noch vorher. Ja, vollgeschissen ist die Karre auch noch, super. Wir haben den nächsten Morgen, ich habe gestern gar nicht mehr geschafft, noch irgendwas aufzunehmen. Außer die Szene von diesem Goyard-Auto, weil das musste ich einfach aufnehmen. Ihr könnt sehen, ich bin die ganze Zeit am Schneiden. Wir haben jetzt 11.27 Uhr, in 20 Minuten ist Checkout. Das heißt, wir müssen dann hier raus, dann geht's auch schon wieder nach Hause. Ganz kurzes Fazit noch gestern zu Travis. Ich war ganz, ganz kurz vorne auf der Stage. Da hatten unfassbar viele Menschen, es war voll crowded und irgendwie... Ich wollte einfach in die Crowd, ich wollte abgehen, ich wollte Moshpits machen, ich wollte Spaß haben, deswegen bin ich wieder runtergegangen. Aber war sehr geil, hat Bock gemacht und ich habe jetzt noch mehr Bock auf München. Travis back to back nächste Woche. Was ist mit dem Video? Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns alle in München. Lasst ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und allerspätestens bei den Rolling Loud Vlogs von München. Da kommen, denke ich mal, sogar Daily Vlogs. Es wird geisteskrank, ich hab Bock und wir sehen uns. Haut rein und ciao.
Oh.